Ohohohoho, bitteschön. Ah, dein Traumnagel enthält mehr als 200 Essenz. Du zeigst Talent beim Sammeln, ich weiß. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Hollow Knight, der 93 Studio hier. In der Stadt der Drehen, im Seelenheiligtum, habe ich nun die höchste Spitze erforscht. Und wem bin ich begegnet? Dem Seelenmeister, wo ich den letzten meiner Zauber gelernt habe, nämlich der Elendssturz. Mit dem ich jetzt hier diese brüchigen Bodenplatten und allerlei anderes Gedöns kaputt machen kann. Jedoch habe ich gesehen, bei der Leiche des Seelenmeisters sind die Traumsequenzen, Essenzen zu sehen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nochmal gegen ihn kämpfen, aber bevor ich das mache, rüste ich mal ein paar andere Talismane aus, denn ich habe jetzt den Seelenfänger, mit dem ich mehr Seele kriege, und was ich mal ausprobieren möchte, ist der Zauberbändiger. Ein neuer Talisman, der bewirkt, dass ich weniger Seele verbrauche, wenn ich meine Zauber wirke. Und die heulenden Geister haben mir beim Seelenmeister halt wirklich richtig gut geholfen. Autsch. Zack, autsch. Weil ich nämlich dadurch, wenn ich das hier gemacht habe, habe ich ihn mehrmals getroffen und ich war lang genug in der Luft gewesen, um Angriffen auszuweichen. Das war halt ein riesiger Vorteil. Und wenn ich jetzt nochmal gegen ihn kämpfe, könnte ich natürlich umso mehr Traumessenzen kriegen, die ich ja brauche, um meine Upgrades für den Traumnagel zu kriegen. Aber, was auf jeden Fall gut ist durch den Elendssturz, ouch. Hä? Durch den Elendssturz bin ich jetzt sicher, bin ich mir nicht nur sicher, sondern es ist der Fall, dass sich weitere Wege öffnen. Weil ich ja schon ein paar Gebiete weiß, wo diese brüchigen Böden sind, ja, wo ich diese Fähigkeit dann nutzen kann. Hamna, 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 hamna. So. Okay, komm her. Okay, nutzen wir den Wirbelhieb. Leider kann ich dich nicht so von oben treffen. Heulen Geister und weg, Biste. Ja, ich merke schon, mit dem Zauberbändiger ist man eher dann in der Versuchung, halt auch mehr Zauber einzusetzen. Und ich habe mal im Menü nachgeschaut, da wird ja alles erklärt. Ja, ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was ist Geo? Hier ist beschrieben. Bestehend aus versteinerten Schalen in verschiedenen Formen. Geo sind versteinerte Schalen. Nix da, ouch. Komm her. Komm her, ich greife dich von unten an. Heulende. Ich habe nicht genug Seele. Autsch. Ich will mich doch nur um euren Meister hier beerdigen. Ich warte, bis du dich teleportierst. Heulende Geister. Bist außer Reichweite gewesen. Ach, leck mich doch. Okay, wo bist du? Komm her, verdammt nochmal. Eieiei, dass die aber auch immer wieder auferstehen. Gut, ich habe ja den Keller gesehen voller Leichen, also wahrscheinlich ist es so, dass die arkanen Käfer sich immer mit neuen Körpern ins Leben zurückrufen können. Also das ist im Grunde diese Art der Wiederbelebung. Hm? Immer wieder, bevor sie sterben, und ihr wissen ja auch sterben würde, sagen sie sich, belebe ich mich wieder neu. Ja. Und dann kann ich nichts verlieren. Hamna, hamna, hamna. Und ich kriege hier Geo ohne Ende wieder. Kann ich wieder nutzen. Aha, du bist also der Erdgegner, der einfach über den Abgrund kriechen würde. Egal, ob es dein Leben, naja, was noch davon übrig ist, hier beenden würde, hä? Hep, hep. So. Hier gehe ich hier die Abkürzung. Möchte mich nämlich nicht mit den arkanen Käfern anlegen. Möchte nur zu seiner Leiche wieder zurück. Und gucken, was ich jetzt bei ihm kriege. So, Vollseele, Dankeschön. Der hat mich aber auch ziemlich ausgetrickst hier, als ich dachte, ich würde seine Energie, seine Fähigkeit kriegen und dann hat er nochmal mit mir gekämpft.
Was hast du mir zu sagen? Gehe ich jetzt in seinen Traum rein? Oder was? Ui, Tatsache. Wie? Wer? Wo? Was? Hopp. Hopp. Ah. Mal sehen, was er Schönes träumt. Hallo? Seelentyrann! Was? Ach, das ist also einfach nur ein zweiter Kampf. Ach, du liebes Bisschen. Heulende Geister? Ach, du Bisschen, der ist ja um einiges schwerer. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, dass ich das jetzt nochmal mache. Ach. Ach so. Weil es in der Traumwelt ist, verliere ich ja nicht mal mein Geo. Ich werde einfach nur rausbefördert. Hm. Okay, dann probiere ich es vielleicht doch nochmal. Das ist, weil ich nämlich dachte, wenn ich jetzt wieder all meine Sachen verliere. Hm. Okay. Also in seinem Traum ist er ein Tyrann. Viel mächtiger, hä? Ich versuche wieder konzentriert zu sein. Autsch. Ja, ich glaube, ich sollte das erst später probieren, wenn ich stärker geworden bin. Also im Moment ist mir das zu viel. Autsch. Ja, ja, ja. Gut, ich weiß ja, wo er liegt. Ich weiß, wo deine Seele... Ich weiß, wo dein Leichnam liegt. Also, Schüssikowski, mein Freund. Puh. Also ich werde zumindest erstmal... Ich werde es wahrscheinlich erst probieren. Wieso ist das wieder zu? Ich werde es wahrscheinlich probieren, wenn ich mehr Trefferpunkte habe. Ja. Damit ich dann nicht so häufig rausbefördert werde. Ja, ist klar, ist klar. Rachegeist, nö, nix da, nix da, nix da. Hallo, hallo. Zu viele Klipper hier. Na, wartet, na, wartet, na, wartet. Sehe ich aus wie die Mama? Nö, von mir kriegt ihr nix. Ein bisschen mehr Geo kriege ich. Dafür auch mein Leben hier aufs Spiel gesetzt. Pfui. Das ist ja immer noch einer da. Lecco mio. Oh, super, da sind ja noch mehr. Na, lade auf den Angriff. Könnt ihr mal hier... Könnt ihr mal hier die Schnauze halten? Alter Falter. Ich hab euch doch eigentlich vom Tyrann befreit, also wieso frohlocket ihr nicht? Also, hm. Aber die Idee gefällt mir gut. Man kann die Bosse nochmal bekämpfen. Ja. Nur in einer stärkeren Form. Ah, ich glaube, das hat mir mein Bruder ja... Ach, bin ich blöd. Das hat mir ja mein Bruder erzählt, dass dort, jetzt wo ich den Traumnagel habe, kann ich ja dort zurückgehen, wo der falsche Ritter war und kann ihn in einer stärkeren Form bekämpfen. Ich glaube, ich hätte den anderen Weg gehen müssen. Oh, Elendsturz. Wo komme ich denn hier jetzt raus? Ach, hier. Schöne Abkürzung, danke. Das ist also bei jedem Boss so. Moment mal. Wenn sie doch vermeintlich tot sind, wieso kann ich dann in ihre Träume reinsehen? Heißt das im Grunde, sind sie gar nicht tot, sondern sie können wieder auferstehen, sie schlafen nur einen
Schlaf in Einzelteilen? Ha. Interessanter Gedanke. Krachegeist. Autsch. Nix da, mein Freund. So, jetzt habe ich ja einiges wieder gesammelt. Wo will ich jetzt als nächstes hin? Ich habe jetzt viele Traums. Ich habe jetzt viele Traumessenzen. Ich wollte schon wieder Sequenzen sagen. Ich mag halt das Filmmedium. Nee, nee. Ich glaube, ich mache es so. Ich fahre jetzt erstmal nach Mistmund. Ja? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ach, bin ich blöd. Falscher Weg. Deshalb mag ich den Talisman-Kompass. Deshalb brauche ich mehr Talisman-Socke, damit ich den Kompass auf jeden Fall dabei haben kann. Ansonsten tue ich mich selber wieder für hier durcheinander bringen. Hier geht's. Oder? Moment, ich bin jetzt hier. Der, wo war jetzt noch? Hä? Ich bin doch da, oder? Ah nee, ich bin da unten. Ich war doch richtig. Ich muss nämlich erst hochgehen, damit dort wieder eine Bank ist, wo dann auch ein Hirschkäferweg ist. Meine Güte. Ja. Oder sowas gewesen. Zack, zack. Richtig, ich bin ja auf der unteren Ebene. Bin ich... Autsch. Ja, sag mal, bisschen Privatsphäre kann man mir auch mal lassen, oder? Du bist doch eigentlich... Weil die sind ja eigentlich auch immer wieder tot, aber die stehen immer wieder auf. Und fliegen immer wieder rum. Heilige... Nee, heulende Geister, geh nicht, hab nicht genug Seele. Okay, dann bin ich weg. Bin der Verehrteste. Aua. Hau ab. Nix doch. Mit dir will ich mich nicht anlegen. Heulende Geister. Heulende Geister. Heulende Geister. Weg mit dir. Haha. Autsch. Ja, schmeiße mich halt mal selber auf die Zahnstocher, hä? Hammer. Heilen kann ich mich auch gar nicht. Pff. So, wo bin ich jetzt? Bin ich auf... Also, wenn ich jetzt ganz nach oben klettere, dann komme ich zu dem... Also, durch den Frame-Bus sah das jetzt wirklich komisch aus, als wäre ich teleportiert gewesen. Dann komme ich zum... Autsch. Dann sollte ich zu der Bank kommen. Okay, jetzt kann ich mich heilen. Habe nach. Ich brauche ein Talisman, damit die oder ein Upgrade, damit meine Heilung nicht so viel in Anspruch nimmt, beziehungsweise, dass ich mehr heile. Wenn ich meinen Fokus nutze. Das brauche ich. Hep. So, hier bin ich richtig. Sehr schön. Danke. So, einmal ausstatten. Also erstmal den Kompass. Dann nehme ich, denke ich, den Seelenfinger mit. Jetzt habe ich noch für eine Sache habe ich noch Platz. Für die Reichweite, das kann ich nicht nutzen. Den Panzer kann ich nutzen. Dorn der Quark kann ich nicht nutzen. Sporenpilz. Will ich das nutzen? Sprintmeister, Geoschwarm. Wisst ihr was, nehme ich wieder den Geoschwarm. Das ist gerade meine... Das ist gerade die Kombination, die ich am häufigsten nutze. Gut. Erstmal nach Mistmund, mein Freund. Und danach... Ich würde sagen, danach gehe ich nochmal in die ewige Ruhestätte. Vielleicht kann ich aber den ganzen Upgrades dann auch wieder viel machen. Wobei hier in Mistmund ist ja auch die Mine. Und dort komme ich ja jetzt dann auch weiter, wo ich wahrscheinlich vielleicht auch wieder hilfreiche Gegenstände finde. Hä? Überall finde ich schöne Sachen. So. Hattest du was für mich noch zu machen? Robuster Panzer? Das ist neu, oder? Das Leben in Heilands Nest kann hart sein. Man wird verprügelt und steckt viele drauf ein. Dieser Talisman gibt dir mehr Zeit, um dich zu erholen, nachdem du Schaden genommen hast. Ach nee. Nee. Das ist nicht neu. Könnt mir helfen. Ich kaufe ihn mir mal. Dann habe ich ihn auf jeden Fall. Dankeschön. Und einen Schlüssel. Naja. Den brauche ich, glaube ich, soweit nicht. Soweit nicht. Lass ich mich kurz gucken. Also, es braucht eins. Der Seelenfinger lässt mich mehr Seele sammeln. Der robuste Panzer verlängert meine Unverwundbarkeitszeit. Er erleichtert die Flucht aus gefährlichen Situationen. Wisst ihr was, ich probiere das mal aus. Hört sich doch ganz gut an.
Weiße Seele kriege ich so oder so. Aber dass ich fliehen kann, das fällt mir oft schwer. Aha, stimmt. Die ewige Ruhestätte-Karte hat mir noch gefehlt. Her damit. Wispernden Wurzelnadeln. Her damit. Krieger-Grabnadeln. Wieso nicht? Die Bahnnadeln. Immer her damit die Nadeln. Und jetzt habe ich noch Markierungen. Du kannst sie verwenden, um interessante Stellen auf deiner Karte zu kennzeichnen. So wie ich das verstehe, wenn ich sie habe, kann ich sie selber platzieren. Wisst ihr was? Dann kaufe ich mir alles einfach. Dann habe ich's. Herr damit. Schön. Meine Sammlung ist komplett. Du bist ausverkauft. Bist du zufrieden? Suchst du weitere Ausrüstung? Du hast doch schon so viel gekauft. Leider hast du für den Moment schon alles gekauft, was wir dir anbieten konnten. Conifer wird sicher erfreut sein, auch wenn ich mich frage, wofür all diese Geo ausgeben möchte. Ja stimmt, in dieser Stadt gibt's ja gar nichts mehr. So, wie sieht das denn jetzt aus? Wenn ich mir die Karte anschaue. Ein Tor. Ursprünglich ein hochintelligenter Käfer aufgebläht durch den Missbrauch von Seele. Ach, Tor wieder. Also wie der Tor wie der. Wie ein Narr. Vergrößern. Ach so. Ich kann jetzt also mit RT oder so. Ah, so kann ich die auswählen und dann kann ich sagen, hey, da ist was Interessantes. Dort setze ich mal was hin. Und dann muss ich mir nur selber merken, wo was ist. Aha. Genau, oh, dann machen wir das doch mal. Ich weiß nämlich, wo war das? Hier irgendwo. Bam. Hier war dieses eine Gebiet, wo es dunkel ist, das weiß ich. Das weiß ich. Mal sehen, wo waren wir noch? Vergessene Wegkreuzung, ewige Ruhestätte, da war was gewesen. Da war, glaube ich, das mit der Mine, oder? Da sollte ich mal eine Markierung hin. Schön, schön, schön. Ewige Ruhestätte, was haben wir hier? Ein Bäumchen, aha. Und da oben und da unten geht's auch weiter. Aha. Ach, durch den Sarkophag gehe ich wahrscheinlich im Gebiet weiter. Ach, schau. Dann ist die Frage, ist dieser Träumer jetzt hier von der ewigen Ruhestätte aus oder vom Seelenheiligtum aus? Nee, Seelenheiligtum sieht abgeschossen aus. Hier bei der ewigen Ruhestätte ist noch Platz. Also ist hier der erste Träumer zu finden. Aha. Dann gucken wir jetzt nochmal auf die Karte. Jawohl, dann wird es mir auch angezeigt, da will ich hin, ab zur Mine. Hui! Dazu verziehen wir aber keine Mine, denn was wir da finden, wird sicher schön sein. Zack. Zack. Ach, das ist so ein schöner Unterschied, hier zu kommen und dann mache ich hier alle Gegner fertig. Hanne. Wo ist der nächste? Hey, und der dritte. Hababa. Oh, super. Zack. Das ging daneben. Hep. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, wolligen. Richtig, hier geht's nämlich zur Mine. Zur guten Mine. Jeps. Ich will nämlich endlich wissen, was da oben ist. Die Aussage, der Spruch passt jetzt auch, hat mich nämlich die ganze Zeit gewurmt, weil ich nicht wusste, was da ist. Da habe ich mich damals so erschreckt, weil ich dachte, oh, da kommt jetzt was. Ach stimmt, da war doch da links, da rechts war doch was gewesen. Okay, Helensturz! Hallo? Kristallspitze. Oh, neues Gebiet. Oh, schön, schön, schön. Komme ich auch wieder hoch? Hm, sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich muss ich jetzt rechts rüber und dann ist da auch so ein kleiner Boss. Hä? Was? Sieht es für mich nur so aus oder schweben hier die Kristalle? Ist hier Magnetismus am Werke? Oh, und ich komme hier mit der Laterne auch weiter. Ach, ist das schön. Ein Automat mit dem Symbol eines Tors. Geo einwerfen? Natürlich. Alter, so viel, was ich jetzt entdecken kann. Prima, prima, prima. Kann ich die... Nein, die kann ich nicht verletzen, oder? Ach
so, doch, die kann ich verletzen, aber ich muss erst mehrmals auf sie einschlagen, hä? Oder doch nicht? Moment. Ah doch, ich kann sie besiegen. Die haben nur eine sehr gute Verteidigung. Alter, hier kann man Geo farmen. Huhuhu. Mal sehen, wie heißt denn der? Der Klimmrücken. Langsames, robustes Geschöpf. Die Kristalle, die auf seinem Rücken wachsen, bieten nach oben hin zusätzliche Verteidigung vor Feinden. Aha. Okay, okay, ja. Na, ich will ja raus. Na? Wo geht's denn hier weiter? Folgen wir dem Licht! Vergessene Wegkreuzung? Hä? War ich hier nicht schon gewesen? Hier war ich gewesen, also wie... Wieso ging's hier nicht weiter? Ach! Ach so! Weil ich wollte da nicht rein, weil es hier so dunkel ist. Ah! Alle Wege verbinden sich, alle Wege führen zum Tod. Okay, mit dem Wirbelhieb kann man sie ganz einfach erledigen. Das ist ja schön. Na komm, wo ist der nächste? Mhm. Dass hier Maschinen laufen, heißt, hier ist jemand, oder? Hep. Ah, ich höre jemanden. Ach, bist du die gleiche? Seid ihr... Ach, ihr seid Feinde. Hm? Bergarbeiterhülle. Überreste eines Käfers, den es wegen der wertvollen Kristalle zur Kristallspitze verschlagen hat. Seine Klauenspitzhacke dient nun auch als starke Waffe. Ach, das würde also mit der, wie heißt die, Myrne, glaube ich, passieren, wenn die sich hier, wenn die hier stirbt und dann ihrem Wahn verfällt. Autsch. Ach, das tut weh. Gut. Esse! Ohohohoho. Ach, so ein Trick ist das. Naja. Lach mich nur aus. Alles klar, noch keine Bank. Noch keine Karte, aber eine Bank. Nix doch. Jetzt kenne ich ja den Trick. Ich hätte ja auch ohne Laterne gar nichts machen können. Ja. Und weiter. Weiter. Hep. Hep. Hieb. Hup. Oh, was ist das? Ein ranziges Ei. Ach, lecker, lecker. Hep, hep. Ich bin hier jetzt schon wieder hier wie ein kleines Kind beim... Wer bist du denn? Wie beim Weihnachtsmorgen. Autsch! Okay, was bist du? Kristalljäger. Schleudert schnell wachsende Kristallsplitter auf Eindringlinge. Aha. Kann ich aber auch wieder zerschlagen. Sehr schön. Nix doch. Hep. Autsch. Also alles, was auf mich was schießen kann, wird wohl als Jäger bezeichnet, weil wir haben ja auch diese dunklen Jäger in dem, im Tiefnest. Oh Mann. Raupenbaby! Lass mich durch, lass mich durch! Ich komme ja schon, so schnell ich kann, komme ich zu dir. Na, seid ihr auch Feinde? Natürlich. Besonders die Beschreibung war auch, es sind Überreste, also es sind wirklich tote Käfer. Na super. Und hepp. Und hepp. Oh, Backe. Ja, der lebt noch. Puh. So, was ist hier unten? Noch mehr Feinde. Autsch. Rachegeist. Achso, da ist ein Tor. Das ist schon ein befriedigendes Gefühl, ihn so zu erledigen. Hui. Und noch mehr Leben. Komm. Ich gehe erstmal da links an. Wahrscheinlich kann ich hier irgendwas öffnen, damit es da weitergeht. Komm doch, ihr habt mich gesehen. Jetzt werdet ihr noch sterben. Jeder, der mich sieht, der muss auch sterben. Hui. Halt dich fest. Moment, kann ich auch einfach an der Wand hängen bleiben? Nee, das ging jetzt nur bei der, oder? Schade. Das wäre aber auch eine Fähigkeit, oder? Einfach sich an der Wand hängen, festhängen. Hüps. Na, warte. Oh, Geo. Her damit.
Hallo, mein Geoschwarm, mach deinen Job. Jeps. Servus. Habe ich hier nicht angefangen? Ich glaube, hier habe ich angefangen, oder? Bin ich jetzt einmal eine große... ich bin einmal eine große Runde gegangen. Aber jetzt geht's nach rechts weiter. Nö, rechts. Doch, rechts ging's weiter. Nach oben, rechts. Hep. Hei. Rachegeist. Was war das denn? Rachegeist, hier nochmal. Nur für dich, Nachschlag. Einmal hoch. Dankeschön für die Fahrt. Elderbatch. Aha, verfehlt. Zack. Ja, damit. Na, wartet. Komm doch. Du Minecraft-Fanatiker, du. Geo. Geh mit mir, Geo. Für was brauche ich das Geo? Ich habe keine Ahnung, für was ich danach noch das Geo brauche. Piu. Rachegeist. Nix doch. Autsch. Stimmt, jetzt habe ich ja den robusten Panzer, das heißt, nicht der robuste Panzer, der Schutzschild, dass ich länger unverwundbar bin. Stimmt, ja. Rarer Geist. Bin ich schon aus der Reichweite. Ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts. Vielleicht finde ich hier den Cornifer. Oder viel Dunkelheit. Autsch. Nein! War ja klar, dass hier... Hörst du wohl auf? Heulende Geister. Habalabada. War ja klar, dass die großen Kristalle mir das Leben kosten. Hui. Ach, leg mich doch. Ach, da hat es mich jetzt auf dem Mittelweg gespeichert. Ich höre was. Autsch. Nein. Oh, zum Glück war da eine Bank gewesen. Ich glaube, bis ich den Cornifer gefunden habe, habe ich schon das ganze Gebiet selber erforscht. Zack. Autsch. Das ist auch schon wieder eine Sache, an die man sich erinnern muss, ja? Auch wenn er verfehlt, entsteht ein Hindernis. Genau. Aber die Angriffe kann ich zurückschleudern. Nur leider tun sie ihm nicht weh. Wie war das nochmal beim Smoothie? Muss ich auch schon den Mac schütteln. Zack. Keine Chance lassen zum Angreifen. Zack. Yep. Hier war das gewesen. Jawohl. Ich gehe einfach weiter. Ich lasse mich von dir nicht stören. Nö, ich lasse mich von dir doch nicht ablenken. Nein! Irgendwo hier muss noch meine Seele sein. Autsch. Hörst du? Ich werde jetzt nicht mein Geo verlieren. Kommst du zu mir, mein Freund? Nee. Hui. Okay. Bloß jetzt nicht mein Geo verlieren. Einmal zurück und. Bam. Aufladen. Hui. Und das ist auch noch kurz vorm Ende hier. Pff. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hilfe! Oh, das ist ein Trieferfall. Hallo? Was? Ach. Das ist noch so ein Kriegergrab. Hier war... Das ist also ein anderer Weg zur ewigen Ruhestätte. Na. Der Trip hat sich ja gelohnt. Da wollte ich nämlich als nächstes hin und da mache ich jetzt erstmal ein bisschen weiter. Gut. So, hier war der Sarkophag gewesen. Da drüben, richtig. Da wird es weitergehen. Aber als erstes, wie viel habe ich jetzt? Wie viele Essenzen? 312. Also das, wenn es pro Upgrade, wenn sie da 100 braucht, dann kann ich ja 3 Upgrades machen. Haha. Hep. Und mit dir wollte ich auch nochmal sprechen, mein Freund. Zack. Der Toten gedacht.
reuige Motte, Träume geehrt. Ich hoffe, das ist jetzt nur was Gutes über die Motte. Reuige Motte. Reue? Sie hat Reue gezeigt, hä? Servus, ich bin wieder da. Wie war die Stimme? Trea, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. Du hast schon 100 Essenz gesammelt. Schnelle Arbeit. Du hast ein Händchen für vieles, nicht wahr? Kein Wunder, dass die Träumer dich in diesem alten Traum begraben wollten. Vielleicht haben sie Angst vor dir. Oder vielleicht sehnten sie sich nach deiner Gesellschaft, da sie auch Gefangene sind. Wie dem auch sei, du hast immer noch einen weiten Weg vor dir. Nimm dieses alte Schmuckstück als Ermunterung und kehre zurück, wenn du 200 Essenz gesammelt hast. Ohohohoho, bitteschön! Dein Traumnagel enthält mehr als 200 Essenz. Du zeigst Talent beim Sammeln, ich weiß. Hast du draußen diese große Tür gesehen? Mein Stamm hat sie vor langer Zeit verschlossen und verboten, sie zu öffnen. Ach, aber soweit ich weiß, bin ich das einzige lebende Mitglied meines Stammes. Das bedeutet, es muss mir nicht leid tun, ein Tabu zu brechen. Als Beweis für meinen Glauben an dich werde ich die Tür öffnen. Rums. Hui. Da, die Tür ist offen. Du kannst die Lichtung dahinter betreten. Hör da drinnen genau hin. Dann kannst du vielleicht die Worte von Käfern hören, die längst fort sind. Wo sind sie hingefahren, in den Urlaub? Nein, sind tot, du Depp. Ich hab doch nur einen Witz gemacht. Dir klappt man alles. Du hast also schon 300 Essenz gesammelt. Ja, ich sehe, dass die Träume dieses alten Königreichs beginnen, an dir zu haften. Sehr ermutigend. Du hast meine trostlose Arbeit hier zweifellos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Diese Gräber zu pflegen und den Träger anzuleiten, alles Buße für alte Verbrechen. Gewisse Dinge müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Ach, den Träger des Nagels anzuleiten und sie muss Buße zahlen für alte Verbrechen? Was meint ihr denn? Nimm dieses Schmuckstück für deine Bemühungen und kehre mit 500 Essenz zurück. Mach so unermüdlich weiter. Bleiches Erz? Was? Seltenes bleiches Metall, von dem ein eisiger Hauch ausgeht, hochgeschätzt von allen, die Waffen schmieden. Oh. Das kann ich sicher bei irgendeinem Schmied oder so nutzen. Hui. Okay. Elendsturz. Muss ich richtig stehen? Elendsturz. Ah! Wer lacht da so, Scheckert? Hallo? Huh? Hallo? Was bist denn du? Stirb! Was? Was? Hat mich das mit einem Hieb erledigt? Was? Was? Wie? Und ich hatte dich gespeichert. Das heißt, ich muss jetzt den langen Weg. Dann gehe ich jetzt so erstmal zurück. Ja? Und dann gehe ich nochmal in die ewige Ruhestätte, also... Bitte was? Oh, Geo. Ah! Achtung, Grube ist auch dort, lieber Jobo. Hep, hep. Los, holt mir das Geo, mein Geo-Schwarm. Ich habe das Gefühl, diese lebenden Leichen kann man nicht besiegen. Sollte man nicht versuchen. Zack, zack. Nein, Moment, ich meinte, ich guck. Also auf jeden Fall möchte ich meine Seele zurückholen. Dankeschön. Wo wollte ich lang? Nach oben wieder. Jeps. Gut, Kristallspitze darf erstmal Kristallspitze bleiben. Wo bin ich jetzt gerade auf dem Weg? Also ich laufe gerade hier rechts. Also wenn ich da links hinablaufe und dann wieder rechts hoch und so weiter, dann komme ich hier leichter hin. Hallo.
gut. Das ist, glaube ich, der... Ah! Stacheln, Vorsicht. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wenn ich rechts gehe, bin ich schneller bei Mistmund und dann kann ich auch schneller mit dem Hirschkäfer reiten. Zack, zack. Oh Mann, oh Mann. So viele neue Gebiete, so viele neue Gefahren, so viele neue Sachen, wo ich sterben kann. Unglaublich. Aber wahr. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Hä? Nix da. Hab, 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 hab. Einmal aufladen. Hep, 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 hep. Hep, 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 hep. Hui. Hui. Aber echt, das Spiel lässt einen wirklich nie Langeweile schieben. Immer kommt etwas Neues. Und sobald man halt eben eine neue Fähigkeit oder ein neues Artefakt oder einfach einen neuen Gegenstand hat, geht's auch immer weiter. Immer wieder weiter. Und alles, wie gesagt, hu. Alles, wie gesagt, whips, verbindet sich. Dass man jetzt auch von der Kristallspitze aus zu der ewigen Ruhestätte kann. Ups. So. Ja, genau, zum Bahnhof. Zum Hirschkäfer weg. Bitte runter. Danke. Schnell, schnell, schnell. So. Ewige Ruhestätte. Ab geht's. Also ich glaube wirklich diesem Käfer, diesem... Wie nenne ich den? Einmal speichern, danke. Es ist Lumpenkäfer, nee, Leichenkäfer, Leichenfletterer, was weiß ich, lebende Leiche, irgendwie sowas. Der hat mich, glaube ich, wirklich in einem Hieb erledigt. Ja, der hört auch nicht, der hört sich auch nicht wirklich gesund an. Ich glaube, dich lasse ich erstmal in Ruhe. Ich höre doch irgendwo ein Raupenbaby, oder? Wo geht's denn hier jetzt lang, hä? Bitte was? Vergessene Wegkreuzung? Hä? Hi? Was? War ich ja schon mal gewesen? Weil ich meine, die Karte ist... Nee. Achso, der obere Teil wird mal angezeigt, aber der untere Teil noch nicht. Da war ich also noch nicht gewesen. Okay, du bist neu. Servus. Hä? Okay, du bist ein großer Botz. Seelenstutz! Hä? Autsch. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Zum Glück tut er nicht über Stufen hüpfen, wie es aussieht. An dir kann ich mir erstmal Seele wieder aufladen. Komm, wenn du mal herkommst. Hep. Autsch. Kann der mir jetzt... Ich glaube, der macht mir zwei... Der macht mir zwei Schaden. Zwei Hiebe auf einmal Schaden. Also... Hep. Zwei Trefferpunkte auf einmal Schaden. Autsch. Ich glaube, ihr sollt hier noch nicht sein. Ich glaub's. So wirklich. Hoffentlich ist dort unten eine Bank oder eine warme Quelle. Was? Will? Hä? Wie? Und jetzt habe ich auch die Verbindung zwischen der ewigen Ruhestätte und der Stadt der Tränen gefunden. Hier war ich gewesen, aber ich war nicht nach links gelaufen, oder? Kann es sein? Ah nee, war ich hier noch gar nicht hin konnte. Weil hier war ja der, hier war ja die Wand zu. Ja, du kannst mich mal, du elendes Vieh. Du kannst mich, nein, ich will hier raus. Raus, raus, raus. Viele neue Orte, überall, wo ich sterben kann. Wo mir jeder ans Leder will. Oder an meine Schale. So, Seele, Seele, Seele. Aber irgendwo hier ist doch auch eine Bank. Hup. Und sie hat ja gesagt, ich kann dann da durch ein Tor durch. Heps. Das Tor war ja ganz oben. Wisst ihr was? Wir gucken mal kurz rein. Was uns da dann bevorsteht für die nächste Ausgabe. Hup. Hup. Und hup. Uiuiui. Hallo. Ich komme mal rein. Die Tür stand offen. Hm?
Es hat gespeichert. Geisterlichtung. Kann ich hier rein? Ein bisschen schwimmen. Schön. Hey! Wer bist du? Die Käfer auf dieser Lichtung stehen unter meinem Schutz. Behandle sie mit Respekt und du darfst hier bleiben. Doch erhebst du deine Nase gegen sie, machst du dir mich zum Feind. Sagst du noch was? Ich versichere dir, Wanderer, mein Nagel ist scharf und ich werde mich nicht zurückhalten. Okay, also ich soll den Käfern hier drin nichts tun. Oh, Millibug. Kraft, meine Kekse, sie sind unglaublich lecker. Bitte, was sagt er noch? Kauf meine Kekse, wenn sie erst alle verkauft haben, kann ich nach Hause gehen. Was ist, wenn ich den Nagel nutze? Oder meint sie das mit verletzen? Okay, ich hab verstanden. Gut, das meinte sie mit verletzen. Ich soll nicht den Nagel gegen sie erheben. Bist du noch da? Okay, ist der Millibug jetzt wieder da oder habe ich den... Okay, das war jetzt mein... Ich hätte es nicht probieren sollen. Was hätte passieren können? Nur das. Nimm dich vor deinem einen Geist in Acht, kleines Wesen. Ein finsterer Geist ruft dunkle Taten hervor. Und meiner war finsterer als die meisten. Ich dachte, es wäre aus mit mir. Doch stattdessen fand ich diese Lichtung mit dir so etwas wie Frieden. Hast du manchmal finstere Gedanken, kleines Wesen? So versteckt, wie sie hinter einem so teilnahmslosen Antlitz wie dem dein sind, kann ich es nicht erkennen. Naja, da redet er da so von meinem eigenen Schatten, der hier erscheint. Wenn ich sterbe. Also das sind jetzt alles Geister, mit denen ich reden kann, oder wie? Dr. Chuckes. Früher habe ich anderen geholfen. Man brachte die Kranken und die Sterne zu mir. Doch welchen Unterschied hat das gemacht? Jeder Sieg im Kampf gegen den Tod ist nur vorübergehend. Was für ein bedrückender Gedanke. Weil der Tod kommt irgendwann schon zu dir. Atra. Hab keine Angst, kleines Wesen. Eigens war ich fraß und zornbesessen, doch die friedliche Luft eines Mords scheint ihn im Zaum zu halten. Meine Erscheinung brauchte keine Sorgen zu bereiten. Hier hab ich wahrliche Ruhe gefunden. Also man könnte hier Essenzen sammeln, das hat man jetzt gesehen. Oder? Aber... Die eine, diese Geisterkriegerin, würde mich natürlich dann heimsuchen. Crowhack. Wir werden immer wieder an die Fehler, die wir begangen haben, erinnert. Lass mich zu, dass deine Irrtümer dich belasten, sondern mache sie dir als Wegweiser zu nutzen, um den falschen Weg nicht noch einmal einzuschlagen. Diese Hüllen, die ich um meinen Hals trage, das sind meine hochgeschätzten Freunde. Sie sind immer da, um mir Gesellschaft zu leisten. Und sie sind deutlich bessere Gesprächspartner als die anderen Hundelänge, die hier hausen. Na, wenn du meinst. Hui! Krieger 100 Nagel. Gefallen dir meine Nägel, kleiner Wanderer? Ich trage nur drei, weit weniger, als die Legenden erzählen. Dennoch, einer ist schärfer als der andere. Und ich bräuchte noch einen, um die Lieder zu spielen. Also, der sagt noch was anderes. Sind meine Nägel nicht wundervoll? Die schimmernden Krillen, so scharf und tödlich. Ja, man sieht ja, dass du es auch geschafft hast. Auch bist du putzig. Carina. Bist du mein fabelhafter Schmuckter? Ich bin Tana von dem Garten, weißt du. Aber ich hab schon lange niemanden wie mich mehr gesehen.
Du drückst gerade mal Zeichen von Rang. Doch ein anderes Satz trifft auch kein Zeichen eines Niederen. Was bist du? Bitte sag mir. Bist du eine große Seele? Oder nur eine Wand, eine weitere niedere Larve? Ich weiß selber nicht, wer oder was ich bin. Da bin ich auch sowas wie ein... Ich war ein toter Krieger und bin halt dann wiedergeboren. Uiuiui. Perpetus no. Genießt du deine Zeit auf unserer Richtung? Ich werde dir meinen Rahmen geben, doch da bist du es. Doch da du es bisher geschafft hast, schaffst du mit unserer Welt und unseren Gefahren auch gut alleine durchzukommen. Für deine Größe bist du sehr beeindruckend. Ich bin derjenige auch ein Krieger, obwohl sogar ich nur zögernd Nägel mit dir kreuzen würde. Echtes Charakterdesign, da tun sie hier wirklich glänzen. Molten, also wie geschmolzen. Wildring, ich fürchte dich, mein verwesene Gestalt. Auch wenn mein Körper vergeht und sich verändert, bleibe ich im Kern dasselbe. Auch wenn mein Körper vergeht und sich verändert, bleibe ich im Kern dasselbe. Wow. Magnus Strong. Alle Probleme im Leben können mit Schmetterlack aufgelöst werden. Doch den Reibromantor hab ich immer gelebt. Wenn du mich störst, wird die Vorschlag zu meinem Beispiel verfolgt. Soll das sowas wie eine Krabbe darstellen? Vergiss dich, kleiner Käfer! Zerschmettere deine Ängste! Zerschmettere deine Probleme! Zerschmettere deine Feinde! Wo wird's hier weitergehen? Ach. Wissen Sie was, meine Damen und Herren? Ich mache hier noch den Part ein bisschen länger, weil ich finde es gerade sehr interessant, Ihren Geschichten zu lauschen. Aber wieso habe ich das Gefühl, ich muss sie töten oder sie befreien, damit ich genug Essenzen sammle? Ach, der Waldi. Ja, komm her, du Waldi. Beurteile mich nicht nach meinem Aussehen. Auch wenn ich klein bin, trage ich eine schwarze Seele mehr und neige dazu, im Kampf in einen Blutrausch zu geraten. Und deshalb hast du auch ein Auge verloren, hä? Deine Sohle ist der Mut, mit mir die Stirn zu beginnen. Wenn du meinst. Weiner. Grüße mit Abenteurer. Brichst du auf in die Welt? Ich würde dich begleiten, doch es ist so lange her, dass ich fürchte, meinen Kopf zu verlieren. Ach so, ich dachte, sein Kopf würde einfach nur tiefer sitzen. Nein, er hat seinen Kopf wirklich verloren, der hält den. Ich beleide dich, und dass du dieser Welt ohne anders begegnen kannst. Von deiner Herangehensweise kann ich noch lernen. Wird. Vorsicht! Mein Panzer ist mit Feuer überzogen und ich möchte nicht, dass du dich verbrennst. Auf dieser Art verteilt meine Gattin sich, obwohl es ziemlich lästig sein kann, wenn man Bekanntschaft zu schließen möchte. Wahrscheinlich auch, wenn man umarmt werden möchte, oder? Komm also nicht zu nah, ich möchte dir nicht wehtun. Okay, du bist doch eine Spinne. Hex. Wir sehen uns bald wieder, sagte sie. Das ist schon lange her. Ich frage mich, wo sie wohl hingegangen ist. Wer? Geh und stell jemand anderen. Du bist nicht diejenige, auf den ich warte. Ist ja gut. Distelwind. Oh, ein Wandler. Ich war viel und hatte viele Dinge getan. Doch ich ahne, dass du mich weit betreffen wirst. Ich habe schon lange damit aufgehört, die Höhen von Heimatschluss zu bereisen. Ich vermute, dass wir jetzt noch viel gefährlicher sind als zu meiner Zeit. Du wirst dich, und ich bin mir sicher, dass du dabei kommen wirst. Viel Glück, die Welt da draußen ist riesig. Puh. Echt, ich kann. Langsam fallen mir keine Stimmen mehr ein. Der Boss. Ich bin von euch hergekommen, um diesen Ort zu erreichen. Mein Panzer mag fremdartig wirken, doch darunter bin ich ein Käfer wie auch du. Ach, soll das sowas wie ein asiatischer Käfer darstellen oder so, weil er meint, er ist von weit her gereist. Bist du auch ein Krieger? Ich sehe deinen Nagel, doch dein Panzer wird unterentwickelt. So wie du jetzt bist, wäre es Unglück, ein so gefährliches Land wie dieses zu bereisen. Naja, ich versuche mein Bestes. Ich habe nicht immer auf die besten Entscheidungen getroffen. Hui. Hier war ich noch nicht gewesen, oder? Ah. Da war ich. Jawohl.
weiter schwimmen? Geht nicht. Hep, hep. Und hep. Mit dir habe ich geredet. Mit dir habe ich geredet. Mit euch habe ich noch nicht geredet. Garo. Bist du ein Krieger, kleines Wesen? Ein wahrer Krieger ist jemand, der mitten in einer Sturm auf euch stehen bleiben kann. Halte dich aufrecht, kleiner Krieger. Und Kishin? Ich war einst von Macht besessen, doch meine Zeit auf dieser Lichtung hat mich von diesem Bedürfnis befreit. Was wäre ein Wahnwitz von mir, so etwas Sinnhaftes jemals zu begehen? Ja. Denn mit der Macht, die Macht kann dann auch das Leben kosten. Gut. Also, die große Runde habe ich jetzt schon gemacht. Dann geht es jetzt nochmal oben weiter. Wieso? Oh. Wieso habe ich das Gefühl, ich werde irgendwann auf ein leeres Grab treffen und der... Und die Einkritzung oder so, oder Einzeichnung, was es dort gibt. Ja, sieht so aus wie ich. Ein Bäumchen. Alles klar, ich kann Essenzen sammeln. Und muss nicht hier die Geister tun. Da tut mir jetzt aber der Millibug leid. Der Millibug-Käfer tut mir ziemlich leid. Oh nein, hier musste ich es natürlich ausprobieren. Bin ich ein Tölpel? Wäre ich besser gefallen, hä? Naja. Sammeln wir die jetzt noch alle ein und dann beende ich den Part für heute. Ist schon fast wieder eine Stunde lang. Weil ich aber auch so viel zu entdecken hatte. Ach, da geht's ja doch weiter. Oder kann man da nicht durch, wo das Wasser ist? Heieiei. Ja, also wirklich, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwann mein eigenes Grab sehen und dann werde ich wissen, ja, ich bin ein Krieger, der wieder neu auferstanden ist. Und dann werde ich vielleicht sogar erfahren, hey, ich denke, ich bin der Retter und dann war ich am Ende der große Feind gewesen, was weiß ich. Wirklich, ich bin jetzt halt immer noch... Ich bin halt wirklich noch unsicher darüber, wer oder was ich bin. Bin ich gut? Bin ich schlecht? Tatsache, hier geht's auch weiter. Hä? Was ist das? Ein Königsidol, aha. Noch eins. Okay, hier geht's aber jetzt wirklich nicht weiter. Alles Motten, die Königsidole. Das heißt, der Hollow Knight ist wahrscheinlich auch irgendwie. Hat man ja gesehen an der Silhouette auch eine Art Mottenkrieger oder sowas. Die Motten waren wohl sowas wie die Königsfamilie in diesem Land. Warum Motten? Weil Motten was Royales an sich haben, das Design. Weil die Motte redet ja auch davon, was mit Rang oder bin ich eine niedere Made, niedere Larve. Ja. Sind hier noch Sequenzen? Sind hier noch Essenzen? Oder hier im Loch? Muss ich hier runter? Hep. Hier noch? Ah! Da sind noch welche. Nochmal den Weg hoch und einmal runtergefallen und rechts halten. Gut. Dann sollte ich sie kriegen. Ich könnte, wenn ich wollte, die ganzen Seelen mir einverleiben. Also die ganzen Geister. Aber nachdem ich sie jetzt kennengelernt habe, würde mir das eher leid tun. Ganz ehrlich. Ernsthaft, wieso verfehle ich die immer? Und ich bin jetzt nicht einer, wenn ich... Und sie sagte, sie sind unter ihrem Schutz. Es ist ja nicht, dass die sagen... Eine noch. Es ist ja nicht, dass die sagen, sie möchten irgendwie erlöst werden oder dass die hier in Schmerzen sind. Nein, sie können hier einfach ruhen.
Und, jawohl, das Bäumchen ist jetzt fertig. Das heißt, jetzt können wir noch einmal mit dem Bäumchen reden und dann sind wir wirklich hier fertig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier sowas wie ein Achievement gibt, dass man sagt, oh, wenn man alle Geister hier sich einverleibt, dann ist man der, ja wirklich dann der Leichenflatterer oder sowas. Höp, höp. Wobei man ja nicht die Leichen flattert, sondern hier die Träume zerstört. Traumzerstörer, das ist das Achievement. Wahrscheinlich sogar eines der Geheim-Achievements, weil man nicht auf die Idee kommen würde, dass man ihnen das antut. Rede. Heilige Erinnerungen, geehrte Seelen. Ja, eine geehrte Seele. Besonders ist... Welchen Käfer habe ich mir einverleibt? Hä? Der Käfer, der hier Kekse verkaufen wollte. Was ist, wenn ich dich angreife? Okay. Das gefällt dir überhaupt nicht. Autsch. Ja. Ich könnte hier Sachen sammeln, aber das würde mich wirklich das Leben kosten. Weil ich sie auch nicht irgendwie verletzen kann. Sie ist ja ein Geist. Eieiei. Karte aktualisiert. Schauen wir uns doch mal die Karte an. Von der Kristallspitze zum Beispiel. Die Kristallspitze habe ich ja gar nicht. Geisterlichtung. Kristallspitze muss ich mir noch kaufen. Mehr gibt's hier nicht. Da unten wird's weitergehen, oder? Ach, das ist ein Aufzug und da geht's nach rechts und nach... Und von unten weiter auch nach rechts, aha. Und ich glaube, das... Da, ich vermute wirklich, die Karte ist so groß, wie halt hier auch der Rahmen ist. Dann ist aber auch die Frage, ist beim Tiefnest geht's da unten noch links noch weiter? Wahrscheinlich schon, also es sind doch einige Gebiete offen, die ich noch nicht mal gesehen habe. Diese Welt ist wirklich groß, diese Welt beherbergt viele Geheimnisse, viele Geschichten und auch viele Gefahren. Und ja, wirklich fast eine Stunde lang. Da bin ich ja in der Versuchung, hier das aufzuteilen oder einfach wirklich zu sagen, das ist jetzt ein großer Part. Für alle diejenigen, die hier schön eine Geschichte zu folgen wollen. Es gab auch viel zu entdecken. Die Kristallspitze, die ewige Ruhestätte, die Geisterlichtung. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.